Hallo und herzlich willkommen zurück zu Penumbra. Was mir aufgefallen ist beim letzten Mal, beim Bearbeiten des Videos, ja, ich habe tatsächlich ja übersehen, so einen ganz offensichtlichen Zettel zu lesen. Wahrscheinlich wegen den Spinnen, weil die mich komplett konfus gemacht haben. Aber tja, das werden wir jetzt wohl nachholen. Schauen wir mal. Ich schreibe diese Zahl mit dem Wissen, dass sie gleichzeitig auch mein Testament darstellen werden. Drei andere Minenarbeiter und ich wurden knapp anderthalb unterhalb des Hauptschachts angeschlossen. 3 Tage lang sitzen wir hier schon fest. Nun, zumindest vermuten wir, dass es mittlerweile 3 Tage sind, denn ohne Sonnenlicht und unter Wassermangel lässt sich das nur ganz schwer abschätzen. Das Einzige, das uns noch am Leben hält, ist der Gedanke an das bald hier eintreffende Rettungsteam. Wir waren zu Beginn zuversichtlich, doch die Zuversicht schwindete. Wenton war der Erste, der durchdrehte, bereits in der ersten Nacht. Wir lagen alle ruhig da und versuchten zu schlafen. Trotz des Heulens und Schluchzens, dabei war Wenton zu dem Zeitpunkt derjenige, der unsere Situation noch am realistischsten einschätzte. Unsere Chance auf Rettung wurde von Stunde zu Stunde geringer. Seitdem hat Wenton nicht viel geredet, aber seine Verzweiflung griff schnell auf uns anderen über und fraß sich in uns hinein. Wir waren solche Idioten, den Anweisungen des Vorarbeiters keine Beachtung zu schenken. Dafür musste er letztendlich mit dem Leben bezahlen, als er damit begann, an jeder Tür Sicherheitsschlösser zu installieren. Dachten wir erst, dass er übergeschnappt, weshalb sollten wir hier unten Sicherheitsschlösser brauchen? Wir sind doch die Einzigen hier unten. Er teilte uns allen Zettel mit den entsprechenden Codes aus. Und wir mussten ihm versprechen, diese sicher aufzubewahren. Mein Zettel liegt seitdem in meinem Spind. Ich musste ihn nur einmal benutzen. Nun, dort ist er jedenfalls sicher. Wir fragten unseren Vorarbeiter daraufhin, von wem wir den Code verstecken sollten. Aber eine Antwort blieb uns bis zuletzt schuldig. Eine nervige Angelegenheit war das. Ich musste heute Morgen den langen Weg in das Büro meines verrückten Biologen zurücklegen, nur um an den Code zu Sektion B zu kommen. Er wusste mit Sicherheit, dass mit diesen Minen irgendwas nicht stimmte. Plötzlich fingen einige der Jungs an, zu seltsam sich zu verhalten. Sie waren mit dem nächsten Schiff in die Psychiatrie vertracht. Niemand, den ich gut kannte, auf jeden Fall. Jedenfalls nicht bis vor 3 Tagen. Wir waren im Lagerraum für Chemikalien, als einer meiner Kollegen plötzlich aus heiterem Himmel anfing zu schreien. Es war kein normales Schreien, es klang sehr seltsam, beinahe unmenschlich. Dann fing er an, wild um sich zu schlagen, um herstehende Personen zu verletzen und Ausrüstung zu zertrümmern. Endlich konnten wir ihn überwältigen und zur Ruhe bringen. Als wir ihn wieder losließen, verhielt er sich völlig ruhig. Er wirkte ein wenig durch den Wind, aber ansonsten normal. Nur an seinem Blick werde ich mich wohl bis ans Ende meines Tages erinnern. Die Pupillen waren extrem geweitet, seine Augen wirkten fast vollständig schwarz. Als ob man einen Schatten in die Pupillen gelegt hätte, begann er wieder auszuflippen, schnappte sich eines der umherliegenden Sprengpäckchen und rannte auf den Vorarbeiter zu. Herr Jimene, 5 von uns schafften es noch an den angrenzenden Schacht. Eine Explosion, der Aufzugsschacht unserer einzigen Fluchtweg. Er stürzte zusammen. Gott weiß, wie viele von uns der restlichen Jungs noch dort unten sind, und noch immer schaudert es mich, wenn ich an diese Augen denke. Die Augen, sie starrten mich an. Okay. Das also die relativ schnelle Version. Ich habe es versucht, möglichst komplett zu lesen und doch einen Teil zu überfliegen. Interessant und beängstigend zugleich. Okay. Das also haben wir übersehen. Den Zettel, den er aufbewahrt hat, mit dem Code, den leeren Zettel, haben wir auch. Aber irgendwie kann man nicht mehr sehen, was da drauf... Oh. Was da drauf gestanden hat. Und das müssen wir wahrscheinlich irgendwie sichtbar machen. Und ich vermute mal, dass wir dann zurück in die andere Sektion. Ich glaube, 12 ist es dann. Oder 13? Kamen wir jetzt aus 12? Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese andere, da wo auch diese Mauer war. Da muss es noch was mit dieser Tür auf sich haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Da, wo der Schlüssel noch drin steckte. Also versuchen wir jetzt mal dahin zurückzukommen, wenn ich mich hier nicht ganz verirre. Denn wir brauchen den Code für Sektion C, für diesen Raum. Das Gute ist, wir haben hier schon halbwegs aufgeräumt. Wir haben es mal geschafft, den Wolfies 1 auszuwischen. Oh. Ja gut, hier ist auf jeden Fall noch immer mindestens einer. Aber wenn es nicht muss, kämpfen wir auch nicht dagegen. So. Moment, war das jetzt hier? Mal schauen. Ich kann nicht erkennen, wie ich wieder zurückgelangen sollte. Moment, ich bin hier total verkehrt, oder? Ich bin ja hier am ursprünglichen Anfangsraum. Ja, toll. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen, oder was? Auf jeden Fall bin ich nicht da, wo ich jetzt sein wollte eigentlich. Prima. Ja, so kann man sich sogar in so einem Gebiet verirren, indem man so
deppert ist wie ich. Okay, kaum ist die Angst vor den Wolfis weg, schon sind meine Sinne, oh, weniger geschärft und ich verirre mich. Ja, Wolfi, lass uns in Ruhe am besten. So, sind wir hier jetzt richtig? Nee. Ach nee, es ist die Raffinerie. Aber ich bin ein Idiot. Jetzt finde ich überall hin, nur nicht dahin, wo ich eigentlich hin möchte. Oh Mann, Wolfi, nerv uns jetzt bitte nicht. Oh. Wir müssen doch kämpfen. Fuck. Fuck. Mist. Oh, Mist, greif an, verdammt. Fuck, wir sind... Boah, wir sind schwer verletzt. Wir leuchten schon wieder rot hier. Komm, jetzt. Lebt immer noch. Fuck. Boah. Boah, ist das knapp. Hä? Wir sind ganz grün, die Energieleiste ist ganz grün, aber wir sehen unten, dass wir halb tot, fast tot sind. Da hat die Anzeige, die grün leuchtete, nicht gestimmt. Komisch. Ist vielleicht ein Bug oder so. Ach ne, ist die Raffinerie schon wieder. Leute, das war jetzt richtig knapp. Weil ich diesen Wolf einfach nicht bekommen habe. Nicht attackieren konnte, so wirklich. Puh. Okay, jetzt laufen wir hier schon 5 Minuten gefühlt umher und ich finde diesen einen bekloppten Raum nicht. Schafft. Moment, ist es jetzt Schaft 13 oder 12, wo wir jetzt hinkommen, hinwollen? Ich glaube 13, oder? Ja, es muss 13 sein, aus 12 kommen wir gerade. Sind wir wieder beim Anfang, oder? Boah, Leute, was ist denn hier los? Konzentrier dich mal. Ich glaube aber, jetzt müssen alle Wolfis hier down sein. Angst müssen wir hier also nicht mehr haben. Zumindest in diesem Gebiet hier. Wenn ich also... Es kann nicht so schwer sein, so schafft 12 nach rechts. Hier muss es sein. Boah, Leute. Was für eine schwere Geburt. Okay. Jetzt hoffe ich auch, dass meine Theorie stimmt und wir hier auch wirklich nochmal hin müssen. Oh. Kopenhagen Post, Freitag, 25. Dezember 70. Fordert die Todesmine immer noch die Leben Unschuldiger. Tod erklärt, die Behörden geht von einem Gewaltverbrechen aus. Okay, das will ich jetzt nicht alles vorlesen hier. Könnt ihr sonst auch stoppen? Besagten Jungshilfe wird aus Europa, möglicherweise Dänemark. Okay, könnt ihr auch hier stoppen. Ein Brief von Lars Jensen. Okay. Okay. Alles klar. Könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr mögt, gerne stoppen. Und dann durchlesen, werde ich vielleicht auch nochmal machen. Aber ich will jetzt nicht alles hier dicht labern. So, hier jedenfalls müssen wir jetzt gucken. Wie kriegen wir da diesen doofen, vermaledeiten Schlüssel raus? Was haben wir? Wir haben einen Dingens. Ein Schraubenzieher. Eventuell können wir tatsächlich den jetzt mal einsetzen. Hätte ich auch erst schon machen können. Einfach nur rausstoßen bringt nichts. Ich muss ihn irgendwie unter die Tür hindurchziehen. Alles klar. Wir haben eine alte Tageszeitung. Die haben wir hier auch gefunden. Das würde natürlich passen. Das würde natürlich passen. Und wir können die auch ablegen. Dann jetzt vielleicht... Leute. Ich glaube... Das ist... Das Rätsel Lösung. Metallschlüssel gefunden. Alles gut. Und ich habe mich auch schon gefragt, wofür wir diese alte Tageszeitung brauchen, die wir eh nicht richtig lesen konnten. Jetzt wissen wir es. Okay, aber bevor ich da jetzt reingehe, gucken wir lieber hier nochmal. Nochmal speichern. Denn wir wissen ja nie, was uns da erwartet.
Okay. Aber Moment. KNR. Erhöhter Seeverkehr schürt öffentliche Bedenken. Einwohner eines kleinen nordwestlich gelegenen Dorfes haben ein nach eigenen Angaben erhöhtes Aufkommen an Schiffen in ihrer Region innerhalb des vergangenen 6 Monate beobachtet. Lalalala und so weiter und so fort. 47 Arbeiter vermutlich Dingens. Nun beklagen sich immer mehr Einwohner über die erhöhte Lärmbelästigung, die durch das vermehrte Auftreten von Schiffen entsteht. Und so weiter und so fort. Okay. Puh. Oh Gott. Leute, war es gerade wieder so ein Wurm? Ein künstlich angelegter Lebensraum für diese Viecher scheint schon ziemlich lange tot zu sein. Etwas verdammt Großes hat die Wand hier vor kurzem durchbrochen. Überall ist Blut und Schleim. Uah. An der Wand irgendwelche Viecher und Lichtschalter? Was ist das? Wer hat die ganzen Sachen an der Wand gemalt? Lauter Gekritzel. An die Wand geschrieben mit Tinte. Definitiv das Werk eines kranken Hirns. Da kommt mir eine Idee. Der leere Zettel mit ein paar Spritzern, können wir das vielleicht hier sichtbar machen? Sichtbar machen? Anscheinend nicht. Aber ich dachte. Mit dem leeren Zettel hat es auf jeden Fall was auf sich. Vielleicht kann man das auch mit dieser ultravioletter Strahlendingens da lesbar machen. Das ist jetzt so meine Theorie, die mir gerade so spontan in den Sinn kommt, aber anscheinend liege ich da verkehrt. Nochmal versuchen. Nochmal auf die 7 packen und dann mal schauen. Ich bin zu weit entfernt, um es zu benutzen. Ja. Und diese verdammten Dinger, ey, sehen auch ekelhaft aus. Was muss da was auf sich haben damit? Lauter Gekritzel, das weiß ich, aber. Anscheinend liege ich zu verkehrt damit, mit der Annahme. Nochmal vielleicht blau machen? Beziehungsweise anmachen oder wie auch immer. Ach, einfach raufklicken. Man konnte eine Nachricht sichtbar machen mit dem UV-Licht. Darauf steht geschrieben Passwort 1371. Alles klar, Leute. Das ist also das Passwort für den Sektor C. Schnecken. Und was für Riesenviecher, Igitt. Ja, ist echt nicht angenehm. Aber auf jeden Fall im Vergleich angenehmer als. Oh. Bei deiner Suche nach jenen mäuseartigen, auf der Zunge zergehenden Happen solltest du gewisse Orte wegen der Todesgefahr meiden. Auch der Sensenmann weilt hier. Und genau wie du und ich muss er jene zu sich nehmen, die weniger glücklich sind als er. Es gibt einen kleinen Ort, den du nicht besuchen solltest, nicht einmal in deinen Ferien, denn es ist ein dunkler, übler Ort, an dem ich gewesen bin, als die Finsternis meinen verfallenden Verstand überwältigte. Einige Bösartigkeiten strömten aus meinem Bewusstsein hervor und durch meine Feder, wobei die leuchtend blaue Tinte sich in Blut zu verwandeln schien. Übrigens, solltest du Hunger verspüren, Ratte in Motoröl gebraten, schmeckt vorzüglich. Lecker. Jedenfalls wollte ich sagen, Schnecken sind weniger schlimm zumindest als Spinnen. Finde ich zumindest, aber naja. Ist wohl auch Ansichtssache. Okay, komm. Waschen wir jetzt in Richtung Sektor C. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller jetzt. Und dann, ja, dürfen wir oder können wir jetzt endlich mal mit dem Passwort die weiteren Räumlichkeiten betreten? Ich hoffe, sie werden nicht so horrormäßig. Okay. 1, 3, 7, 1. Dann mal los, Freunde. Herr Jemini. Wieder Katakomben und wieder dieses einzigartige Geräusch. Okay, aber ich habe keine Angst mehr vor euch, liebe Wolfies. Aber, oh. Aber Respekt auf jeden Fall.
Komm ruhig her. Oder auch nicht. Mein Hunger wird langsam unangenehm. Aber sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinmauer im Nordosten der Mine eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den tränkemischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mahls. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer stechend zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Okay. Tschüss mit dir. Verdammt, ich konnte nicht richtig zuschlagen. Okay. Jetzt haut er wieder ab. Wir hauen am besten auch ab. Möglichst schnell. Jedenfalls, er sagte irgendwas davon, dem glitzernden Dingensbummens. Und wir haben auf der Karte gesehen, das ist ein, da gibt es einen See. Da müssen wir hin. Vermutlich ein Eissee, weil das nicht ganz bruchfest ist oder irgendwie so. Also suchen wir. Und da ist eine Türe und das sieht aus, ja, wie dieser Lake. Wie dieser See. Okay, da wären wir. Hoffe ich zumindest, dass diese kleine Höhle hier uns dorthin führt. Hört sich irgendwie schon ein bisschen eisig an. Und irgendwo dahinter vermute ich dann mal Red. Da sind wir. Und das sieht aus wie ein Eissee. Ein alter Verschlag, wer weiß, wie alt er ist. Erstmal safen. Es scheint so, als ob in dem Artefakt eine Kopie von mir steckt. Gleich mehrere Kopien, aber keine besonders guten. Das sieht aus wie sehr zerbrechliches Eis. Und diese Hütte hier sieht auch sehr, sehr zerbrechlich aus. Machen wir Folgendes. Aufs Eis laufen wäre keine gute Idee. Okay. Wie ich mir dachte, wir können hier Bretter rausschlagen. Und eventuell mit denen über den Eissee. Meine Vermutung zumindest. Und, okay. Nochmal safen und dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns um den Eissee im nächsten Part dann. Wenn es hier weitergeht bei Penumbra. Bis dahin, meine Lieben. Macht es gut. Und haut rein.